Warum N in Wirklichkeit Zoroark ist. In Pokémon Schwarz und Weiß finden wir den Trainer N. Eine langjährige Theorie besagt, dass N kein Mensch ist, sondern in Wirklichkeit Zoroark ist. Wie ist diese Theorie entstanden? Ein Grund, warum Schwarz und Weiß beliebte Spiele sind, liegt an der komplexen Handlung und den Motiven der Charaktere. Die Kerngeschichte behandelt den Sinn des Fangens und das Trainieren und das Kämpfen der Pokémon gegeneinander. Diese Frage wird von anderen Spielen ignoriert. N hat ein einfaches Ziel. Er möchte die Pokémon von den Fesseln der Trainer befreien, da er eine Welt schaffen will, in der Pokémon und Menschen keine Beziehung haben. N hat den Glauben, dass Pokémon frei sein sollen, genau wie Menschen. Und obwohl sein Wunsch aus Empathie kommt, dreht sich die Story darum, dass N gezeigt wird, wie Pokémon und Menschen eine Bindung aufbauen können, die man schätzen sollte. Wie wir wissen, ist Zoroark ein Meister der Illusionen und kann Menschen mit Bildern und Ablenkungen täuschen. N selbst könnte eine Illusion sein, die Zoroark kontrolliert. Der größte Beweis kommt gegen Ende des Spiels, als der Spieler mit Zoroark interagieren muss, bevor er N trifft im Schloss. Das Zoroark rennt sofort davon und sobald das nächste Gebiet gezeigt wird, erscheint auf einmal N und Zoroark ist verschwunden. N selbst hat einen Zoroark im Team, was darauf hindeutet, dass es den Kampf durch seine Illusion überwacht. Ein weiteres Detail möchte ich hier noch hervorheben. In einer Rückblende ist N zu sehen, wie er dem Team Plasma angehört. Die Besonderheit ist, dass diese Rückblende von einem Zoroark ausgelöst wird und nicht durch N selbst. Jede Rückblende wird von der Person ausgelöst, mit der man spricht. Und als Spieler geht man in das Plasma-Gebäude und sieht einen Zoroark. In der Erinnerung selbst ist kein Zoroark zu sehen, sondern N erscheint aus dem Versteck. Wie hat Zoroark die Erinnerung von N? Im Anime wird gesagt, dass Zoroark Illusionen von jedem erschaffen kann. Dabei kann es auch die menschliche Sprache nachahmen. Man hat gesehen, wie sich ein Zoroark in Ash verwandelt hat. Wenn dieses junge Zoroark sich entwickelt und bessere Kräfte bekommt, könnte es stärkere Illusionen erzeugen. Das sind perfekte Fähigkeiten, um als N durchzugehen. Ein weiteres Beispiel ist das Zimmer von ihm und die zerkratzten Spielzeuge. Als ob ein Pokémon mit scharfen Klauen das angerichtet hätte. Es heißt auch, dass N angeblich von Pokémon aufgezogen wurde. Dabei gibt es ein Artwork, das ihn mit drei anderen Pokémon zeigt. Und eines davon ist ein Zoroark. Auch wenn diese Theorie nie bestätigt wurde, ist sie dennoch ein faszinierender Teil der Handlungen von Schwarz und Weiß.